Wir spielen heute Pictionary Air. Pictionary Air ist ein Zeichenspiel und wird in Teams gespielt. Alles, was ihr dafür benötigt, ist das Pictionary Air Set, welches einen Lichtstift und Wörterkarten enthält und die dazugehörige App für ein Tablet oder Smartphone. Über die App könnt ihr im Vorfeld auswählen, wie viele Runden ihr spielen wollt und wie lange eine Runde dauern soll. Außerdem könnt ihr auswählen, ob die Runden aufgezeichnet werden sollen. Und schon geht es los. Der oder die Zeichnerin zieht geheim eine Wörterkarte und versucht, einen Begriff mit dem Leuchtstift in Richtung der Kamera des Tablets zu malen. Die App bildet zeitgleich die Zeichnung ab. Entweder hält die ratende Person das Tablet in der Hand oder ihr übertragt, so wie wir, das Bild auf einen streamingfähigen TV. Die zeichnende Person sollte sich das Bild aber selbst nicht anschauen, sondern sich aufs Zeichnen konzentrieren. Als Zeichnerin ist es zusätzlich erlaubt, mit der Zeichnung zu interagieren. Außerdem kann die zeichnende Person jederzeit verlangen, dass das aktuelle Bild wieder gelöscht wird. Nein, nochmal neu bitte. Das war jetzt zum vierten Mal exakt so. Ist die Zeit abgelaufen, ist das andere Team an der Reihe. In jeder Runde dürfen nur Begriffe einer Wörterkarte gemalt werden. Auf jeder Karte gibt es aber einen besonders schweren Begriff, der 2 Punkte bringt. Am Ende des Spiels gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem ihr dieses Video schaut. Lasst jetzt ein Like da. Ich freue mich sehr. Wir haben nämlich heute ganz fantastische Leute hier, um Pictionary Air zu spielen. Lisa. Hallo. Eddie. Hi. Florentin. Hallo Fabian. Schön. Und Fabian Krane natürlich. Vielen lieben Dank. Falls ihr euch fragt, warum sitzen diese Leute denn da eigentlich so unverblümt, ohne großen Schutz, ohne Masken, nah beieinander? Wir sind alle getestet worden. Das heißt, wir konnten zumindest den größtmöglichen Schutz, den wir aufbieten können gerade, anstatt einer Impfung, den konnten wir realisieren. Deswegen sitzen wir so unverblümt zusammen. Ich freue mich sehr, wir spielen Pictionary Air. Die Regeln haben wir soeben in der Erklärmatz gehört. Und möchte jemand hier in dieser Runde noch etwas loswerden? Die Antwort liegt in der Luft. Sehr gut, Eddie. Sehr ich will gut. auch noch mal was sagen, denn ich freue mich, hier zu sein mit dir. Wir haben schon oft dieses Spiel gespielt zusammen. Und wir brauchen immer so ein paar Monate danach, uns wieder zu regenerieren. Ja. Wir sind Team Löwenkopf. Wir haben schon oft in diesem Spiel verloren, auch gegen hier anwesende Kontrahentinnen. Man merkt immer, wenn wir das zusammen gespielt haben, monatelang meine WhatsApp-Nachrichten, ist immer nur ein Haken dran. Ich weiß nicht, wieso. Und wir versuchen aber heute wieder neu aufzubauen, denn du hast uns vorgestellt als Fabian und Florentin. Das finde ich falsch. Wir sind eine Einheit, wir sind ein Organ, wir sind Team Löwenkopf. Und ich bin gespannt, welches Team wir heute vernichten dürfen. Wie heißt ihr? Ja, wir sind ja übrigens 2- oder 3-fache Gewinner. Oh, stimmt. Gewinner vom Kneipenquiz. Kneipenquiz. Und da stimmt. Hießen wir ja, Wissen ist macht Spaß. Ja. Zeichnen ist macht Spaß. Das haben wir uns selber ausgedacht, diesen Slogan. Was? Und jetzt was? Zeichnen ist macht Spaß. Zeichnen dann ja damit, ist macht Spaß. Okay. Das ist ein schlechter Name, verdammt. Ja. Okay. Wir starten. Florentin malt als erstes. Wichtig, ich fange mit den leichten Begriffen an. Ja. Wir fangen, machen die Zweierpunkte machen wir für den ganz zum Schluss. Wir machen kleine Schritte, wir kommen zusammen weiter. Wir müssen erstmal ein bisschen zusammen wachsen, okay? Wir müssen uns ein bisschen reinkommen. Auf diesen Karten, die Florentin gleich zieht, sind 5 Begriffe. Ja. Die müsst ihr alle durchmachen, bevor ihr eine nächste Karte. Nee, dann ist durch. Dann ist durch. Und der letzte Begriff oder ein Begriff da drauf ist sogar 2 Punkte wert. Genau. Also 6 Punkte darüber, maximal pro Runde. 2 Punkte ist jetzt erstmal ja, Langzeitziel. Langzeitziel. Ja. Wir versuchen erstmal einen erratener Begriff. Ich wäre froh. Okay? Okay? Fabian, wir sind eine Einheit. Ja. Okay? Nenn bitte viele Antwortmöglichkeiten. Sag nicht immer wie und immer wieder dasselbe, sondern viele verschiedene Möglichkeiten durch. Unter Variation. Weil in der Regel, wenn eine Antwort falsch ist, ist sie danach immer noch falsch. Egal wie oft du sagst. Okay? Du hast recht. Alles klar, los geht's. Aber ja, oft Leute. Ist es ja auch so, wenn man was malt und dann das Gleiche immer wieder malt. Dann ist schwierig auch für den anderen. Okay. Neue Sachen. Höhle, UFO-Station, menschlicher Körper. Sind das zwei kleine Chor? Ja! Was? Lösch, bitte. Alter. Okay, wow. Sehr gut. Der Typ aus der Chor-Dynastie. Ja. Okay, das ist ein Strichen Strand. Das sind Berge. Schiff? Ist das ein Boot? Nee. Das ist ein Segel? Ein Hai? Das ist doch ein Segel.
Okay, ist es ein Pfeil da links? Ja. Okay. Nein, also, das darf ich nicht sagen. Okay, Berge, Tal. Nein. Das sind aber Berge, oder? Das sind Berge, Florentin. Das darf ich dir auch nicht sagen. Okay, Berge, Straße, Talfahrt, Boden, Grund. Das ist so schwierig, wenn man das... Ja, du sollst auch nicht auf das Bild gucken, du sollst in die Kamera gucken. Okay, pass auf. Können wir es nochmal löschen? Wir löschen es nochmal. Okay, Achtung. Berge. Nein, okay, das hatte ich schon. Sorry, bitte. Skifahren? Nein, was ist das, Florentin? Das was ist soll alles das sein? Fantasie sieht das richtig gut aus. Nein, das ist ein. Wenn das ein Berg ist, dann soll. Nee, können wir es nochmal löschen, bitte? Ich versuch's nochmal anders. Aber ich weiß nicht wie. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Das ist wirklich das Einzige, was mir einfällt. Das ist. Okay, das ist ein. Nee, wir machen es nochmal anders. Okay. Nochmal anders? Du könntest auch einen anderen Begriff jetzt noch nehmen, oder? Ja. Ist das eine Biene? Ist das ein Pferd? Pferdekoppel? Ah. Bergsteiger? Nein, guck hier! Höcker, Kamel! Kamel? Höcker? Kamel, Weide? Weide? Ich bin zu dumm! Wasserspeicher! Ist die Wüste? Ägypten, oder? Ja, Wüste. Ah. Aber es war gut, ein Begriff ist gut. Okay, alles okay, alles in Ordnung. Für uns ist das richtig aber gut. Aber warum hast du dann ein Gebirge gemalt? Es sollten die Pyramiden sein. Okay, Eddie ist dran. Ich fange an? Ja. Okay. Wenn wir beim nächsten Mal eine neue Karte oder ja. Die machen wir? Eine neue Karte. Gut. Muss ich oben anfangen? Nein, ist egal. Achso. Wo du willst. Okay. In die Kamera zeichnen. Also, das ist ein Auto oder ein Wagen, ein Bollerwagen oder ein Mann mit Brille. Oder eine Frau mit Brille? Oder... Können wir nochmal löschen, bitte? Eine Schale. Ich sag das eben nochmal. Eine Obstschale. Ein Hut. Ein Kran. Ein Bagger. Aber was ist denn... Oh, ich finde das nicht mehr. Ein Segelboot? Aber was ist denn? Nochmal neu, bitte. Oh, mal ganz oben anfangen. Nein, nochmal neu, bitte. Das war jetzt zum vierten Mal exakt so. Also, ein Wagen mit Rädern. Ein Schlitten. Mann! Nein, aber was habe ich denn da gemalt? Das sieht man doch. Was? Ja, aber ein Schuh mit einem Bein? Ja, und... Schlittschuhlaufen? Na, aber was? Rolltreppe? Sohle? Schuhsohle? Nochmal löschen, bitte. Eine Halfpipe. Skateboard fahren. Skaten. Skateboard. Skateboard. Ja, Skateboard. Skateboard, okay. Löschen bitte. Sehr gut. Welche Seite war denn? Okay. Welle. Meer. Surfen. Wellenreiten. Oh, nochmal löschen bitte. Nein. Gott, ist das schwer. Okay, alles gut. Alles gut. Eine Schlange. Kein Problem. Ah, okay. Du darfst gar nicht auf den Fernseher gucken. Das wird, ja, das sollst du ja auch nicht. Bist du komplett raus. Ja, aber es geht. Ja, aber du kannst ja dann schwer davon ansetzen, wo du schon mal was gemalt hast. Du musst es in einem Zug durch. Erkannt. Das war doch... Ja, das war eigentlich ganz gut. Das ist nicht meine Welt. Aber der Fuß... Skaten ist einfach nicht meine Welt. Skateboard. Ich dachte immer Brille. Ich dachte Rollschuhe oder sowas. Aber du hast das Skateboard größer gemacht. Herr Kran. Aber ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist okay. Es ist echt schwer. Man darf übrigens mit dem Bildern auch interagieren, ne? Also hätte sich Eddie auch aufs Skateboard so stellen können. Ja. Hätte sich auch auf das Skateboard setzen können. Aha. Stellen können. Oder so machen können. Oder es essen können. Essen wäre auch möglich gewesen. Okay, Fabian. Wir kriegen das hin. Kein Problem. Kein Problem. Und jetzt tu es. Los geht's. Ich muss anmachen, scheiße. Ja. Mhm. Pfeil, Zahlen, Countdown. 9, 8, die 7,
Häuser, Wälder, Wald, nein, Bäume, Zelte, Gebirge, Berge. Mhm. Ja, Gräber, Friedhof, so. Schwert, das ist jetzt einfach nur größer. Strommast, Hochhöhe. Nein, nee. Größe, ja. Großer Baum. Ja, sorry. Geistbaum. Groß. Er hat groß gesagt. Was und? Ist denn das ja. Wort? Groß. Ja, das, ja, das so, ist ja, das richtig. Ja. Was okay. gibt's denn da zu besprechen? Okay. Wie sind die Regeln, wenn jemand das Wort nennt? Was passiert dann? Okay, pass auf. Das schaffen wir groß, gut. Wie soll man das machen? Alles gut. Also, alles gut. Hast du sehr gut gemacht, Fabian. Er hat technisch gesagt, der große Baum gesagt. Das ist schon viel wohl. Sehr gut, schön. Ja, Boden, Wüste, Tundra, Wald, Stacheln. Pass auf. Wir schaffen es. Pommes. Welle, Leiter, Wurm, Boden, Schneemann, Rennfahrer, Katastrophentourismus, Karambolage, so, pass auf. Mond. Nee, pass auf, wir schaffen das noch. Das, ja, ja, noch weiß ich nicht, ehrlich pass gesagt. Auf. Man darf nicht auf den Bildschirm gucken. Ja, aha. Mhm. Kann ich auch damit interagieren eigentlich? Ah, scheiße! Baum, Straße, Haus, Schule, Gebäude, Gebirge. Ich weiß, was es ist. Zeltstraße, Zeltstadt, Schlagzeug. Ach, man darf das nicht. Ich sehe da leider. Kannst du nochmal löschen? Okay, ich mach ganz schnell. Ich hab 8 Sekunden. Zaun, Zelt. Ja! Nein! Zaun, was? Gartentor. Aber das ein kurzer Hoffnungsfunke und dann nein, Gartentor. Wir haben einen Begriff. Ein Begriff ist gut. Das ist der neue Standard. Ein Begriff ist der neue Standard. Ist richtig gut. Ein Begriff habt ihr, den kann euch keiner melden. Okay. So, jetzt geht los, jetzt wird's böse. Oh, jetzt wird's echt bitter. Degen. Schere. Ja, sehr gut. Das ist nicht deine. Achso. Das ist nicht deine. Schneemann! Totenschläger. Naja, das. Ich darf ja nichts sagen, ne? Ach, nee, Scheiße, warte. Das ist richtig. Lösch nochmal. Am liebsten mag ich das Bild einfach. Wolken, wo man nicht sehen kann, dass gezeichnet Sturm. Sturm. Einfach nur in Schnee. Ja, sehr gut. Okay. Weil mir das verzweifelte Gesicht direkt in das der Zeit genau, ja. drin. Boah. Denk dran, du kannst auch mitacten, wenn du irgendwas sich mit einbringst. Moment. Vor, Scheiße. Hä? Sorry. Lösch nochmal. Warte. Tor. Sofa? Couch? Ja, sehr gut. Okay. Die sind auf einem anderen Level einfach. Fuck, die haben geübt. Haken. Ich hätte die Anfrage erst gestern schicken sollen. Walross. Spezifischer? Blauwal, Pottwal, Schwertwal, Moby Dick. Ja, sehr gut. Was? Das ist nicht euer Ernst. Und, oh, okay. Ich glaube, Lisa erkennt dein Shirt als Stift. Oh. Du müsstest einfach. Lösch nochmal bitte. Schaufel, Sand, Sandkasten, Schatz, Schatzgrube, Schatzkarte, Ausgrabung, Archäologe meine ich. Nee. Sehr nah dran, Gartenarbeit. Gartenarbeit, aber, okay. Ey, aber stark. Aber Moby Dick 2 oder 1? Einer. Moby Dick ist 1. Ja, Gartenarbeit war 2. Hä, wieso haben die 5? Das ist schwer. Weil die verdammt gut sind, okay? Aber wir holen auf. 4 hatten wir. Aber woher weiß er denn, ob du jetzt den Zweier gemacht hast oder nicht? Verstehe ich. Das musst du sagen. Das muss ich sagen. Ach so, okay. Aber den hatten wir ja nicht. Okay. Gartenarbeit. Hä, aber warum haben die 5? Ja, weil wir so viele geraten haben. 4 Stück habe ich geraten. Und wir hatten einen von Eddie. Woher? Ihr habt gerade 4 geraten. Ja. Oh mein Gott, ist das insane. Hi, ich bin Etienne. Hey, das ist. Hey, Fabian. Okay. Fabian, das wird ganz normal sein, wenn wir uns erstmal gefunden haben. Okay. Ja, okay, dann schaffen wir das auch. Löwenkopf, hallo? Ja. Team Löwenkopf. Alles klar, okay. Bist du bereit? Ja.
Hälfte. Da kommt ein Counter, ne? Nein, ich mach das alleine. Mach das wirklich genau nur in die Kamera, dann ist es viel einfacher, glaube ich, als wenn man da drauf guckt. Blinzeln? Brille? Lupe? Vergrößerungsglas? Lupen? Lesen? Lesen? Kommt er nicht drauf. Hä? Das Wort kennt er nicht. Ist es Monokel? Ja, sehr gut. Löschen bitte. Schlecht. Das war auch sehr schön mitgespielt. Warte. Aber auch gut die Couch, Eddie. Ja, die Couch. Das Schwierigste ist ein Pfeil. Mit Abstand, löschen bitte. Mit Abstand das Schwierigste ist ein Pfeil. Du musst in die iPad-Kamera gucken. Weggehen. Hüfte. Ja. Wow. Na, mal weg bitte. Okay, das war stark. Hüfte. Tisch. Schön, Flo. Klitten. Nein, du warst gut. Tisch, Tischbein. Gesellschaftsspiele. Tisch, Tischplatte. Hä? Tischbein. Ah. Hä? Tisch umwerfen. Hä, nee, das ist keine Aktivität. Tischdecke. Ja. Ich glaube, diese Sache war gerade nicht in Ordnung. Mach doch gleich Pantomime. Ja, genau. Ja, du hast gesagt, man darf damit interagieren. Ja, aber also, natürlich. Das ist ja mehr Pantomime als malen. Malst ein Strichchen und den Rest actest du. Ist schon wieder. Ja. Hosentaschen. Hä? Hosentaschen? Sag doch mal ein anderes Wort als das, das du gerade gesagt hast. Hosen. Unterhose! Nein? Kurze Hose, Shorts. Shorts, gerade du bist der Beste. Okay, Achtung. Was ist das für eine Shorts? Ja, Fragezeichen. Das war gut, Mensch. War richtig gut. Wie viel waren das? Drei? 6-5 steht's jetzt. Für uns? Ja. Alter, mega gut. Aber die sind jetzt nochmal dran. Also, mega gut. Wenn die, also, die werden nur, wenn die jetzt keinen Begriff erraten. Ja, aber Eddie kann nichts. Nur die ist die Gefahr. Ja, nee, Eddie kann sagen, ja. Fertig. Los. Das Skateboard war schon gut, da stand ich ein bisschen auf dem Schlauch. Bogen? Regenbogen? Ja. Ach komm. Das ist nicht dein. Mickey Maus? Bär? Katze? Katzengesicht? Schnurhaare? Maus? Mausgesicht? Was hat denn? Löwe? Nee, ja! Löwe? Ja! Okay. Löschen bitte. Das ist ein Löwe. Alles gut, die sind erst einfach raus. Erst ein, ist gar kein Problem. Was mach ich dich jetzt? Sombrero? Ich muss nochmal löschen bitte. Wie malt ihr denn den? Wie mach ich denn? Die verlieren Zeit, Florentin. Ja, das ist. Ach, das ist alles noch drin. Krone? Pfeil? Halfpipe, Spitze, Zauberstab, Öse. Nee, Quatsch, so. Öse. Brille, Lasso, Brille. Hier nochmal löschen, bitte. okay. Auge, Augenblick, Augen. Film gucken? Ich weiß ja jetzt auch nicht. Auge. Und ich komme ja sonst immer auf alles. Wimpern? Augenbrauen? Das ist immer dieses eine Wort, wo man dann hängen bleibt. Du plapperst zu viel. Augenblick? Augen. Ich glaube, Öse war schon ganz gut. Okay, Augenblick war ganz gut. Weinen? Blind? Einäugig? Boxkampf? Blaues Auge? Ja! Okay. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber war gut. Okay, alles gut, wir sind in Reichweite und ich male jetzt, also alles gut. Das war gut. Flug wäre das Blau. Flug also mit PF. PF und Schneekanone noch. Flug. Wie soll man das denn malen? Ich weiß überhaupt nicht, was das Wort alleine. Schau dir den Zweier gern mal an. Falls du wirklich denkst, der ist ohne weiteres möglich, vielleicht auch mal gern mitziehen. Ich sag nicht, wir sind verzweifelt, aber wir kommen langsam in den Bereich, wo wir verzweifelt sind, okay? Okay, los, alles gut. Ganz easy. Interagier gern damit, hab Spaß damit. Eine Boxkiste, Fernsehen,
Liste, Schreibwarenartikel, Datei, Liste, Blatt Papier, Dokument, Vertrag, Dokument, Unterschrift, Regal, Buch, Buchregal, offene Seite, Seite, Papier, Notizblock, Block, Buch. Ich brauche ein bisschen was, wenn es geht. Ja, da gibt es doch noch an, da gibt's, nein, da gibt es andere Begriffe. Nein, Server, Computer, Buch, Dokument, Foliant, ein Vademekum, eine Fibel. Ich bin nicht so gewandt in literarischen Begriffen. Okay. Lösch nochmal bitte. Okay, danke. Okay. Zack. Ja, zack, gut. Schön groß mein. So, groß mein. Interagier gerne so, damit. Ja. Das Buch ist lies es. Ja, sagen. Zeile, Satz, Phrase, Psalm. Hier in der Mitte, warte, hier. Fabian. Buchseite umblättern, Buchkrempe, Buchfalz. Wie heißt das denn in der Mitte? Woher soll ich das? Nein, darum geht's doch nicht. Fabian versucht, das Feuilleton zu machen. Buchseite, Zeitung. Ja. Wow. Dann liest sie doch. Liest die doch, Fabian. Ach, ja, stimmt. Ja, du hast völlig recht. Okay, das schaffen wir noch. Zack. Zack. Klingt sehr dynamisch. Zack. Ja, Hut, Zylinder, zack. Zauberer. Zack. Okay. Schaumhaare, Haarschaum, Bettkissen, Kopfkissen, Schlafen. Lese. Nochmal löschen, Roman. Es sieht nicht so gut aus, Sieh, das ist nicht so gut aus. Ich verstehe nicht, warum du das Sackface dazu gemacht hast. Bettgestell, Plattenrost, Bettregister, Bettdecke. Nein, es war Kamin. Ich wollte den Feuer malen! Ich wollte ein Feuer machen. Ja, dann mach doch's. Aber nein, so wäre ja nicht erlaubt. Ich wollte. Also, Pantomime. Was hast du denn gemacht? Ich hab so gemacht. Ja, aber das ist nichts. Also Pantomime ist verboten, aber man darf sozusagen, also eingefroren darf man was machen, aber nicht bewegen. Man darf keine Handbewegung machen. Wie jetzt? Oder was ist die Regel? Interaktion. Du hast gesagt, das wäre verboten. Nee, das wäre verboten. Gesagt. Das waren die anderen. Du sollst nicht, ich würde auch sagen. Also ich habe mich ja eben auf die Sofa bewegen. Ja, das ist auch schon. Aber ich habe ja auch so gemacht beim Auge. Aber ich habe auch einen Boxhandschuh gemalt. Also. Ja. Ja, und das sollte man doch auch nutzen, oder? Also ja. Das macht doch den Reiz davon aus. Die Grenze sind fließend, ja. Ja. Du solltest halt nicht nur einen Strich machen und drumherum komplett Pantomime. Okay, gut. Nicht, dass das passieren wird. Was Florentin gemacht hat. Nein, überhaupt nicht. Du hast eine kurze Hose, du hast ein Dreieck gemacht. Ich habe das gemalt. Und dann hast du dich hingestellt und auf deine Hose gezeigt. Ja, ich habe das gemalt, was es ist. Nee. Die Shorts lasse ich mir nicht anziehen von dir. Die Shorts ziehst du dir nicht an. Auf keinen Fall. Dreieckige Shorts. Nee. Okay, ich bin dran, ne? Ja, abstrakt. Bei so einem Partner kann ich mir das leisten. Der weiß, was damit gemeint ist. Oh nein. Müsst ihr selber. Jetzt. Wenn du heute Nacht im Bett liegst, ganz alleine, mit deinen Gedanken alleine bist, da würde ich gerne mal wissen. Start meine Uhr gerne. Die Uhr gestartet? Okay. Wow, lol. Okay. Oh, wenn dieser schon lol sagt, dann. Das bedeutet was. Rauch, Wolke. Wieso könnt ihr da so gut mitmalen? Niederschlag, Lakitu. Nee, lösch nochmal bitte. Lakitu ist. Mario. Ja, bei Mario Kart die Leute hoch so. Das weiß ich. Okay, das musst du mir nicht erklären. Was soll denn da? Ist das absichtlich so ein Knubbel da geworden? Nee. Scheiße, wenn man da drauf guckt, ist es sofort super schwierig. Zuckerwatte. Nee, lösch nochmal. Alles Creme. Oh, jetzt hängt sie. Ich mache einen anderen Begriff. Okay. Wie sieht das aus? Darf man das, Fabian? Das sind Begriffe von dem Ding. Abhang. Schlittenfahrt. Ja. Schlitten. Okay. Er ist ein Begriff, ist doch alles gut. Und hier noch 60 Sekunden. Ja. Okay, wir sehen hier. Was sehen wir hier? Pac-Man. Oh, Alien. Ah. Hase. Was? Nicht zu kleinteilig. Ja, warte. Regentropfen. Ich weiß überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Lösch nochmal. Warte, das kriegen wir hin. Das kriegen wir richtig gut hin. Ich muss es nur größer machen. Jetzt komm. Wir kommen gleich zurück. Okay, Monolith.
Grabstein. Das ist doch kein Monolith, Eddie. Ach, scheiße. Warte, das, den Punkt, lass, denk dir den weg. Noten. Mhm. Notenblatt, Notenschlüssel, Instrument, Musik, Orchester, Chor, Sinfonie, Noten. Ah, leider. Es war die Jukebox. Aber war nicht schlecht. Super. Ah, du wolltest Noten malen, die aus der nur, Jukebox kommen. Ja, genau. Kommen. Jukebox ist richtig schwer. Ich konnte Goldbarren nicht malen, deswegen musste ich einen anderen nehmen. Goldbarren ist schwer, ja. Schade. Ja, das erste war scharf. Ich würde halt so einen Barren malen und dann Geld, ein Dollarzeichen daneben. Aha, Zeichen sind in Ordnung, oder was? Symbole. Ja, hast du doch gesagt. Gut, dann ist ja in Ordnung. Aber du hast doch gesagt, Symbole sind in Ordnung. So. Alles aber gut ist wirklich so alles gut? Ich fühle mich gut. Connected. Ich bin connected. Gut. Hm. Es ist alles. Habt ihr euch synchronisiert? Ja. Gut. Wir sind synchronisiert. Bin bereit? Schnell, Florentin. Wir nehmen es ernst. Er guckt erst drauf, wenn das, wenn die Airtime ja. ist. Okay, Boot, nein, das hatten wir schon. Pflanzen. Schlauch! Schlauch! Trichter! Trichter! Trichter saufen! Reh! Ein Reh! Hirsch! Hirschkuh! Rehkitzchen! Wie heißt die große? Rentier! Rentier! Wer hat noch so Hörner? Ja! Gerade bitte! Ah, nein, 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 nein. Bitte! Ein Hirsch, okay, was ist ein anderes Wort für? Reh, Hirsch, was gibt's denn noch in dieser Familie, der Laubfresser? Fabian! Ja! Röhrender Hirsch! Ja, nein! Röhrender, hä, wie heißt okay, noch? Okay, lösch einen anderen Begriff, denk weiter dran, bleib dran, okay? Hirsch, mach den nächsten Begriff, aber Hirsch, denk weiter. Rentier. Ich hätte Kuh? Geweih gesagt. Geweih? Stöckelschuh? Ja. Löschen. Da steht wirklich Stöckelschuh? Ja. U-Boot? Schnellboot? Hai? Haiflosse? Nein! Das in die andere Richtung, bitte. Okay. Ich kann gar nicht. Schlüssel? Ist das, was ist das? Okay, irgendwas mit Geschwindigkeit. Wir sind beim Auto. Komm! Ja, offensichtlich ein Auto. Flugzeug. Ja! Löschen. Sehr gut. Achso, ich dachte Posaune. Okay, sehr gut. Pfeil. Hintern. Oh, jetzt geht das wieder. Das ist so schlecht. Rücken. Rücken. Steißbein. Knochenmark. Rentier, warte, ich gebe Rentier, Hirsch, Hirschgeweih, Hirschgeweih, Rücken, Wirbelsäule. Wirbelsäule ist völlig richtig. So, möchtet ihr bitte ihm sagen, was für ein Tier gesucht war? Elch. Elch. Ich war bei Geweih. Aber ist Rentier nicht streng genommen ein Elch? Ja, es geht ja oft um den Begriff. Ist ein Rentier ein junger Elch? Nein, das sind unterschiedliche Tiere. Schreibt es mal in die Kommentare. Unterschiedliche Laubfresser. Elch, Fabian. Es tut mir so leid. Aber wenn man nicht kommt, ich kenne das, wenn man nicht drauf kommt, kommt man nicht drauf. Ja. Okay. Aber da waren gute Begriffe da. 19-9! 19-9! Ja, das holen wir jetzt ja wieder auf, weil wir ja nach euch dran sind, also keine Sorge. Auf die Plätze, fertig, los. Muss ich mal, wenn man so frei sitzt, ne? Kommt man immer so. Dieses freie Hammer. Sitzen. Ja. Ach. Nice. UFO. Ja. Okay. Wollen wir gleich nach Hause gehen, oder? Ich frag nur. Lass dich nicht einschüchtern von ihrer Übermacht. Wolke? Nee, Wolkenkratzer? Fabrik? Nochmal neu, bitte. Torte? Muss Eddie das machen? Und schon hängen sie. Hm? Die können das Tempo nicht aufrechterhalten. Mhm. Wellen? Kurven? Nochmal neu, bitte. Eins muss man Eddie lassen. Selbst in dem Stress. Kennt er die Höflichkeitsform? Ja. Kleeblatt. Das ist sehr höflich. Baum, Garten, Entschuldigung, bitte. Wiese. Darf ich ganz kurz hier durch? Büsche? Ja, also Busch. Busch, ja, das geht. Ja. Das lassen wir mal durchgehen. Langsam zwei. Saxophon? Ja! Nice. Jetzt kommt der letzte. Ist das euer zwei Punkte.
Schloss, Burg, Festung. Oh, ich weiß es, glaube ich. Kasperletheater, Schlosstor, Burggraben, Schlosseingang, Mensch, Stadttor. Das war nur Schloss, ja. Wäre das ein schlechter Zweier. Ach, shit. Ja, das ist schwer, Eddie. Nee, das wird zu nix. Nochmal neu, bitte. Ja. Nee, das ist zu schwer. Wachtor, Burgtor, Zinnen. Turmsprung. Nee, war eine gute Runde. Ihr könnt schon auf euch sein. Nein, ihr könnt schon auf euch sein. Ihr könnt stolz auf euch sein. Wirklich. Was war's? Könnt ihr wirklich. Taj Mahal. Ja! Ui. Ich wusste es! Oh Mann, ich hätte euch bewiesen, ich hätte es gewusst. Alter, was Taj Mahal. Weil diese Runden. Ja, aber ja. Es kann halt trotzdem, muss er erstmal drauf kommen. Und ich reise ja auch nicht. Aber daher. Sehr gut geraten, das Saxophon hast du sehr gut geraten. Ja, ne, da fand ich es so schade, dass du es nicht noch gespielt hast. Auf den Zweier. Ach, stimmt, ja! Also keine Angst, wie gesagt, wenn er wirklich krass ist, gerne. Aber auch generell einfach mal im Blick halten. Weil langsam brauchen wir ihn, okay? Verzweiflung. Und los geht's. Löwenkopf. Okay. Wir haben wieder die Linie. Mund küssen, essen, Nase, Schnurrbart, Bart, obendrauf Kinn, Kinn, Mund, Gesicht, Nase, Gesicht, Kopf, Gesicht, Antlitz, Visage, Ohren, Burger. Mundharmonika, Gesichts. kannst du mir einen Pfeil geben? Was genau ist gesucht hier? Mund, Lippen. Ist das so schwierig. Ja, Lippen. Okay. Das war gut, Fabian. Naja. Mach mal zwischendurch einfach Lippen. Das ist nicht so einfach. Du musst dich nicht rechtfertigen. Los, weiter geht's. Ja, die Linie, die Steppe, die Tundra. Wolken schlieren, Nordlicht. Nein. Kannst du noch mal löschen, bitte? Das geht, glaube ich. Aha. Ah, da ist viel Emotion drin. Ich spüre das. Wasserauslauf, Wassereimer, Leck, Auslauf, Hausausbruch, Haus. Balkon. Mach nicht den. Sprungkatapult, Sprungschanze, Stabhochsprung. Nein, lösch noch mal bitte. Hochhaus. Okay. Ich glaube, ich weiß was. Fenstersprung. Haus, Auto. Haus, ist es ein Haus? Wohnungsgarten, Vorgarten, Gartentür, Gartenhaus. Ich versuche hier. Gartenwasser, Burggraben, Burgflut, Burgwasser. Mann! Erdbeben. Das Haus, das Umfeld, weil wegen des Erdbebens. Das fiel ja. Okay. Das habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wenn die Auflösung immer kommt. Habt ihr das nicht gesehen? Da kommt immer irgendwie, weiß ich, Saturn. Und du hast gerade eine Banane gemalt oder so. Es ist nicht so einfach. Erdbeben ist schwer. Erdbeben ist schwer. Erdbeben. Also ich hätte so eine geöffnete Erde gemalt. Ja, so eine Ritze in der Erde und. Ach ja, das hättet ihr also gemacht. Okay, ja, toll. Naja, gut. Sollten wir nicht sagen, bevor wir es nicht selber machen. Ja, ist mussten. Gemein, darüber zu lästern, aber auf der anderen Seite, was bleibt uns? Außer dem Sieg. Wir müssen wirklich was machen, weil das war ja eben schon wieder so ein Strich. Das ist frustrierend. Ah, okay. Wegen des Gelben. Auch schon beantragt, aus diesem Team rauszukommen, aber okay. Jetzt ein Glück. Fliege, Mücke, Schmetterling, Mückenstich, Geschenkband, Geschenkverpackung. Oh, steht falsch. Schnürsenkel. Ja, sehr gut. Okay. Die sind erst drei. Spinne. Nee. Insekt. Ah, shit, das ist woanders gedacht. Ach, woanders gedacht. Ah. Heißt die Krone bei denen, dass die vorne... Warte mal, lösch noch mal bitte.
Ich mache einen anderen. Muss man es an den Zahlen nicht ablesen. Anderer ja. Begriff? Ja. Tundra, Steppe, Wüste. Scheiße, man darf da nicht hingucken. Lösch nochmal bitte. Entschuldige. Also nochmal der Begriff. Kirsche, Apfel, Sonne, Sonnenstrahlen, Klimawandel, Ozonloch, Treibhauseffekt. Alter, wie schwer ist. Lösch nochmal bitte. Meeresspiegel, Erhitzung, Flut, Ebbe, Sonnenuntergang. Ja, genau. Okay. Das Zweier kommt jetzt. Oh. Selbstbewusst. Kerze, Tür, Crash-Test-Dummy. Lösch noch mal kurz, bitte. Ich muss weiter Schultüte. Unten anfangen. Schultüte. Burgzinne, Burg. Sehr mittelalterlich. Burgturm. Burgwache. Okay. Leider zu Ende. Rapunzel. Das waren nur zwei Punkte. Zwei Punkte. Rapunzel. Das ist nicht so viel. Nee, zwei Punkte, das ist nicht viel. Okay. Nee. Das vor war noch Krebs. Und da wollte ich diese Krebs Dings noch machen, aber. Aber war doch gut. Zwei? Runde hin, okay? Ja, finde ich okay. Langsam. Wenn wir ab jetzt jede Runde einen Punkt mehr machen als die, haben wir eine Chance. Ja. Okay. Gar kein Stress. Gut. Das ist Runde 7. Wenn ihr jede Runde einen Punkt mehr macht als wir. Okay, alles klar. Guck mal, da stand gerade 2 bis 3 Begriffe sind toll. Moment. Los geht's. Okay. Okay, Boden. Seil, Springseilen. Hä? Hä? Naja, wenn. Ich find's ganz gut. Ja, es ist aber wirklich Pantomime mal mit. Hä? Schnürsenkel? Mal Schnürsenkel gerade! Sternschnuppe? Wellen. Wellenreiten. Wellen. Surfen. Wellensurfen. Ich krieg den Pfeil hier. Surfbrett. Löschen bitte. Okay, das ist ein Eis. Eiskugel. Hä? Eisbecher? Ja. Löschen bitte. Nicht so nett wie Eddie. Straße, Tunnel. Tunnel. Haus. Tisch. Nein. Löschen noch einmal bitte. Okay. Danke sehr. Vielen Dank. Kleinen Applaus. ja, das Toreinfahrt. Ist schwer. Angeln. Hauen, Trommeln, Ja, löschen. Trommel. Trommel, ja. Die Antwort lag in der. Wow, ich kenne das Wort nicht mal. Okay, also ich mach das jetzt auch so. ich mal einen Strich. Ihr liegt vorne! Ja, und? Okay, Notenschlüssel, nein, Vieh, nee, Dings hier, wie heißt es noch? Mit Augen zu macht das, guck mal hier. Klavier? Nee, was ist das? Waschbecken? Mhm. Waschbecken, Wasserhahn, Badezimmer! Ja! Ja! Sehr gut, ja! Nein, noch den Zweier! Fotoapparat! Filmkamera! Das ist unmöglich. Du schreibst es wirklich unmöglich. Wir nehmen die 4 Punkte gerne an. Ja. Ihr habt 4 Punkte gemacht? Ja, klar. Das war stark. Der letzte Begriff wäre, Achtung, für 2 Punkte, ich meine, für Lisa ein Kinderspiel, Lorelei. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht mal, was das genau ist. Auf einem Berg eine Frau, die da sitzt. Aber auf einem Berg eine Frau? Ja, beim Rhein, wenn du den Rhein lang gehst. So eine Sagengestalt. Wow, nicht schlecht. Da seid ihr gebildeter als ich, aber bei richtig gut, richtig gut. St. Goa in der Nähe, glaube ich. Okay. So, wenn du malst, sind wir mal ziemlich gut. Wir machen jetzt 1, 2 oder so. Genau, wir ziehen jetzt auch viel Ecken. Ja. Auf die Plätze. 1 Punkt mehr pro Runde. Ja. Oh Gott. Keine Pantomime, Eddie, ne? An der Stelle. Regen? Gewitter? Schnee? Kälte? Eisregen? Nee, come on, das ist ein bisschen zu viel. Frieren? Schneeschauer? Eisschauer? Angst? Schauern? Ich glaube, die Antwort liegt in der Luft. Okay, nochmal löschen, bitte. Ich glaube nicht, ey. Also.
so ganz in der Ecke. Oh. Ja, wirklich. Eddie, du kannst auch ein bisschen mehr zur Kamera. Wieso ist das denn spielverkehrt? Sorry. Also, du hast eben geschauert und es hat geregnet. Und nein! Sturm? Unwetter? Okay, löschen. Shit. Nochmal. Mal zur Kamera, Eddie. Du malst irgendwo da? Ist das ein neuer Begriff oder der gleiche? Der gleiche. Schneemann. Ja. Winter. Ja! Okay, nächster Begriff. Da hätte ich drauf kommen können. Donut? Brille? Lesebrille? Ah, wie heißt das? Fahrrad? Auto? Oh, ich weiß es. Das ist mein Bagger? Ich weiß es auch. Ja, nee. Lastwagen? Nee, wie heißt das denn nochmal? Das, was Bauern benutzen? Ja. Trecker? Ja, Traktor, ja. Trecker geht. Ja. Ja, geht. Okay. Okay, das ist nicht so. Katze? Nee, nur erster Begriff. Ach so. Wieso ist denn das verkehrt rum? Okay, egal. Weil du da auch eigentlich nicht hingucken sollst, Eddie. Pfütze? Regen? Schnee? Winter? Schnee. Löschen bitte. Erster Begriff ist Schnee, zweiter Begriff ist Schnee. Iglu? Nee, Schnee. Schneeschippen. Schneeschippe. Ja. Schneefegen. Ja, Schneekehren. Aber. Schneeschieber. Aber was ist das denn? Schnee. Nee, bitte nicht. Schnee. Ah, das ist immer gefies. Schneeschieben. Ah, kurz davor leider. Schneebesen. Ach, das ist für Curling, oder was? Schneebesen? Ach, das ist zum Schneebesen ist zum Kochen. Ach, Schneebesen ist zum Kochen. Ich war zu sehr im Winter. Schneebesen ist ja ein Kochen. Stimmt. Ich hab gedacht, damit macht man Schnee weg. Gute, lockere drei, okay? Ja, okay? Wir machen drei. Immer ein mehr. Okay? Was hatten wir zwei? Cool. Ja, das ist doch in Ordnung. Soll ja auch nochmal ein bisschen spannend werden. Sowas. So, hier sind wir also wieder mit der Linie. Berg, Pyramide, Hang, Abhang, Angel, Angelschnur, ja. Angelrute. Ja. Die Route nennt man das. Okay, warte mal. Locker, wir haben Zeit. Lass dir Zeit, ganz ruhig. Hast du eine Vorskizze gerade gemacht in der Luft? Nase, Pinguin, Nasenbär, Nasenmann, Olive, Haare, Haaremann, Kämmen, Haare kämmen. Weg da! Pinguin, Vogel. Ja, Vogel. Gut. Wow. Okay. Das kriegen wir noch. Super. Easy. Ihr habt noch mega viel Zeit. Locker. Turm, Leiter, Hochhaus, Gabel, Hoch, Fernsehturm. Oh, fuck, so weit. Balkon. Ja, Balkon. Alter. Nice. Mach die Karte voll. Wir machen die Karte voll. Okay. Ich mach den Zweier. Du es! Ich mach den Zweier. Schwieriges Wort. Okay. Das ist ein schwieriges, komplexes Wort. Perspektive schalten. Nee, doch nicht. Nee, bitte, fang Perspektive an. Fang lieber Pantomime schlecht Perspektive. Pantomime, mach ruhig. Okay, nein, ich weiß es. Aber ist ganz ruhig, bleibt ruhig. Ja, ihr habt Zeit ohne Ende. Wir haben noch 30 Sekunden. Okay. Die Box, die kennen wir. Gut. Die Box mit dem Fischbox. Kamera. Kamera, Fernsehsendung, Fernsehshow, Fotoapparat, Objektiv, Lichtkamera, Objektiv, Kamera, Belichtungslänge, Fokus, Schärfe ziehen, Kamera, Belichtung, Kamera obscura, Lichtspieltheater, Lichteinfall, Lichtgeschwindigkeit, Kamera, Laserpointer. Ah, ärgerlich. Beamer. Oh. Beamer. Ärgerlich. Das war so knapp. Ey, aber 17-17. Alles perfekt. Hey. Perfekt. Wir machen immer einen mehr als die. Super. Aber wie viele Runden haben wir noch? Jetzt kommt Runde 8. Dann noch 2. Hm? So. Die werden langsam nervös. Die werden nervös. Die versuchen schon immer mehr uns zu nerven, weil die sehen, dass ihnen die Fälle davon kommen. Genau. Ready? Hoffentlich ist es nicht Fälle jetzt das Wort. Ready? Mülleimer. Mülltonne. Nee, das ist Popcorn. Ganz ja. Ist es wirklich, man darf nicht das Bild sich angucken, das ist wirklich ein Gamechanger. Deswegen war ich, habe ich so toll. Surfbrett, Windsurfen, Wellenreiten, ja. Das war doch eben erst. Rudern, Kanufahren, Kajak,
Ich weiß es. Boot fahren. Du bist in der richtigen Welt. Rafting. Einfach mal drop. Paddling, Stand-up Paddling. Ja, wenn man es weiß, ist leicht. Lösch noch mal bitte. Du bist schon sehr gut, ich muss nur noch mal ein bisschen. Man muss halt das eine Detail kennen. Ne? Boot, dann kommt man sofort Boot, drauf. Jetzt einmal ruhig. Boot. Stand-up Paddling. Wenn es einmal auf der Zunge liegt. Oh, ja, super. Ja, los, wenn die genau. Antwort in der Luft liegt. Ne? Ihr seid übrigens ganz schöne Affen, dass ihr da die ganze Zeit so plappert. Das wollte ich auch mal sagen. So, Pizza, Crepe, Sonne. Fast. Sonne, Mond und Sterne. Sonne, Komet. Komet, ja. Warte. 2 Punkte. Atomkraftwerk? Nee, lösch noch mal bitte. Okay, das kriegen wir hin. Also. 3 Sekunden. Fabrikgelände, Atommüll, Zug. Mhm. Und dann? Du musst aufstehen. Zugabteil. Zugwaggon. Waggon. Waggon. Ja, das waren 2 Punkte. Waggon sind 2 Punkte? Ja. Ich hatte Lorelei. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Krokodil hatten wir nicht, da wusste ich jetzt nicht genau, wie man das. Nee, war gut. Tiere kann ich nicht, Schaf habe ich eben auch schon nicht hingekriegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das war sehr gut. Sehr gut. 22. Florentin, setz dich hin, wir machen das. Komm. 2 Begriffe. Da bin ich dran, oder was? Ja. Waggon für 2, ey. Ja, das finde ich auch erstaunlich, tatsächlich. Okay. Ja, müssen wir die Karte voll machen jetzt. Kein Problem, kriegen wir hin. Gut. Runde 9, das heißt, danach ist noch. Also, wir sind noch zweimal. Ihr seid noch zweimal, wir sind noch zweimal. Ja. Okay. Gut. ja, das ist easy. Schmetterling. Ja. Ja. Löschen bitte. Toaster, Essen, Toast, Gefängnis. Ja, löschen. Achso. Ohrenschmalz, Q-Tip. Ja. Ohrenreinigungsgerät. Wie heißt das? Achso. Ja, ist es, wenn es ein Synonym von Q-Tip ist, ist okay? Q-Tip, ja. Ja, das hatten wir ja bei Traktor auch. Ja. Wartestäbchen. Ja. Okay, löschen bitte. Okay. Okay, alles klar. Bett. Schon 3. Bett, Ich glaube, das ist eher eine Maus. Maus? Nee, du willst mich verwirren. Schnurrbart? Laufen? Wegrennen? Ja. Okay, wegrennen. Wovon wegrennen? Von der Maus. Hin zu, ins Bett rennen? Ins Bett gehen? Ins Bett? Redet ihr miteinander oder redest du noch? Okay, der rennt irgendwo hin. Flucht. Was ist das, Florentin? Was soll es sein? Erstes Wort, zweites Wort ist das. Ach, erstes Wort, ach so. Renn, Bett, Bettrennen. Wettrennen, nein! erstes ist Bettmensch. Bettmensch? Bettrennen. Nein! Okay, also das ist eine 2. Okay, was ist das? Das zweite ist Mensch, oder? Das ist das zweite Mensch? Das zweite nein. Ist Rennen. Nein. Wettrennen! Okay, ja, der rennt, der ist schnell unterwegs. Ja, aber? Sprinten, aber das zweite ist, was es gibt's mit Rennen? Pferderennen! Hunderennen! Hunderennen? Was ist das? Schlafrennen! Nachtrennen! Was ist es? Was ist es? Statt Schlafrennen! Gibt's da irgendein Wort, das ähnlich ist, das tatsächlich existiert, statt Schlafrennen? Schlafwandeln. Ah. Oh. Aber der war doch voll schnell ja, unterwegs. Wie soll ich dir zeigen, dass er sich bewegt? Das war ein spezifischer Renner tatsächlich. Das war kein Wandler. Ja, da hättest du auch anders emotional reagieren müssen auf das Rennen. Ja, du hast mich komplett dahin. Ja, ich war froh, dass er überhaupt Bewegung hat. Ja. Da muss man, das ist schon mal ein kleiner Sieg. Ja. Da gebe ich wirklich nur 70% der Schuld, Fabian. Na gut, okay. So, jetzt. Hier. War das ein Einser oder Zweier? Schlafwandeln war 2er. Okay, ja. Okay, komm.
zwei Runden noch. Du bist dran. Ich bin dran. Nee, du bist. Wir haben schon getauscht. Ich habe gerade den Kometen und sowas alles gemalt. Ja, stimmt. Der Komet war super. Danke. Gut. Auf die Plätze, fertig, los. Guck einfach genau in die Kamera und gar nicht auf den Bildschirm. Das ist echt. Okay, das schaffen wir alles. Nice. Okay. Achso, ich darf nicht in die Kamera. Pilz. Messer, Besteck. Löffel, Messer, Gabel. Ja, Löffel. Nächster. Schuh. Stiefel. Sporen. Stiefelsporen. Sporen. Cowboystiefel. Ja. Nächstes. Ohr. Elefant. Okay, mach ich nochmal neu. Schmetterling. Wie malt man das denn am besten? Fliege. Beil. Axt. Ja, Axt. Nächstes. Nochmal neu, bitte. Da will ich einen Zusammenschnitt haben von allen. Nochmal neu, bitte. Können wir es nochmal löschen, bitte? Tic-Tac-Toe. Das ist der neue Senf-Zusammenschnitt. Hashtag. Nochmal neu, bitte. Nochmal neu, bitte. Bitte nochmal neu. Nochmal neu, bitte. Kein Stress, wir kriegen es hin. Also, das ist eine Tafel, Lehrer, Qualle, Aquarium, Das ist. Ah, jetzt sehe ich es, okay. Boah, ich stehe nochmal neu, Schlauch. Bitte. Ein Kreis. Volleyball. Ja. Warum komme ich nicht früher drauf? Okay. Zwei Punkte frei, das schaffe ich nicht mehr. Höhleneingang. Na, das Brandenburger Tor. Ja. Ihr mit euren ganzen Sehenswürdigkeiten immer. Das hätte ich ja auch gleich machen können. Ja. Habe ich nicht dran gedacht. Aber war doch gut. Ja, solange die Regeln so vage sind, wie es momentan formuliert sind, kann man das machen. Kann man viel machen, ja. Volleyball. Ich bin so dumm, ich habe überlegt, wie ist die Struktur vom Volleyball? So wobei die ja auch sogar recht spezifisch ist, aber dann will man, das heißt, aber die wir brauchen ja jetzt sechs. Ja, okay, verstehe. Wir brauchen jetzt alle. Ihr braucht jetzt sechs. Wir brauchen alle und dass ihr keins kommt, okay? Ja, ist noch alles möglich. Wir brauchen jetzt ein Full House. Das ist doch das Beste, was man sich wünschen kann vor der letzten Runde. Alles ist noch möglich. Ist alles drin. Alles klar. Ruhig, locker, schnell, gerne riskant. Ich habe Lust, ein bisschen zu zocken. Pyramide, Berg, Gebirge, Tundra. Hoch, Steigung, Hang, Gefälle, Abhang, Höhleneingang, Pyramide, Dreieck, Gipfel, Gipfelkreuz, Gipfelweg, Zelt. Zelt, hast du Zelt gesagt? Zelt, ja, habe ich gesagt. Ja, ja, das war richtig. Okay. Nee, ist doch gut. Okay. So. Nein, das ist nee. Zu schwer. Nee. Ich mach, ihr müsst alle machen. Ich weiß. Ich mach den Zweier, okay? Gut, alles klar. Erstmal das Schwierige wegschaffen. Okay, Brandenburger Tor, Taj Mahal, Eiffelturm, World Trade Center. Sehr gut. Das Weiße Haus. Mensch, Menschenfreude, Jubel, Jubelsturm, Freude, schöner Götterfunken. Jubel, die Arme fliegen einem glatt von den Sockeln, wenn ich das sehe. Pyramid, Ägypten, Pharao, Zelt. Okay, noch mal weg. Das ist halt nichts. Ich versuch's wirklich. Ja, mehrere Leute. Ich darf nicht hinkommen. Zack. Okay. Zack. Ja, fühl dich richtig rein. Zack. Also, das ist Tanz aus. Ja! Tanz! Ja! Sehr gut, weiter! Zwei Punkte weiter, für Tanz. Weiter. Ja, ihr habt für Waggon zwei Punkte bekommen, okay? Das war nicht zweifach, oder? Doch, Waggon war doppelt. Nee, ja, das weiß ich. Ich dachte jetzt. Pfannkuchen, Pfannkuchen, Ölfleck, Organ, Text, Pfütze, Wolke, See, Meer, Vögel. Mach nochmal weg, bitte nochmal. Stein, Gebirge, Gesteinsformation, okay, Felsen, Knödel zusammengeknödelt, Kartoffel, Zack. Kartoffelbrei, Kartoffelmus. Und jetzt Püree. Mülleimer. Nochmal weg. Das kriegen wir noch hin. Doch. Nicht immer wieder Zack. Alles weg. Ja. Zack. Und dann. Schaf! Nein, Hund, Schaf, da, was ist da? Bauch, Hund! Bauch, Hund. Steak. Steak.
War das ein Eindruck? Ich finde, das ist immer so, hat so einen kleinen, ist immer so ein Twist, wenn du auflöst. Ja, das ist der spannendste Moment. Du musst. Ich bin noch einmal, ja, genau. Das ist jetzt ja schon das. Aber ich fand's schön, wie ihr so bei Tanz plötzlich komplett synchronisiert wart. Du hast auch wirklich irgendwann den inneren Künstler in dir entdeckt, ja, genau. Und du hast das wirklich in die Luft geworfen. Okay, wir führen nur mit drei. Ich würde mal sagen, ein Begriff und wir sind safe. Also lass die Zeit, los geht's. Nuss, Auge, Wimper. Ja. Ich finde, Florentine geht's gut, aber ich finde. Zwei Punkte. Du hast nicht gelöscht, ne? Ach so, oh, löschen bitte. Das war eben, Wimpern war ja richtig. Jetzt kommt der Zwei-Punkte-Begriff. Mhm. Soll ich den Zweier auch da? Schallwelle, WLAN. Ja. Okay. Ihr macht das schon ganz gut, das kann man. Ihr seid da meine Vorbilder, was das angeht. Machst du am Wochenende schon? Ich versuche ein neues. Bist du schon fertig? Ach, sorry. Nee, ich rate noch. Kamel, ja, genau. Was denn genau? Wo geht ihr hin? Sag mal, braucht ihr noch jemanden in eurem Team? Weil ich bin gerade freigestellt aus meinem alten Team. Wir betreten meine Weltmeisterschaft. Ja? Warte, ich muss ganz kurz raten. Ja, klar. Ich bin gleich wieder bei dir, Florentin. Das ist wahrscheinlich. Aber das ist schwierig. Ich will das ja, nochmal. Das ist schwierig. Das war jetzt lass dir Zeit. Mach nochmal 60. Die sind beide nicht easy. Warte kurz, ich überlege. Sie können technisch gesehen nicht mehr gewinnen. Ja. Das ist sehr freundlich. Lösch nochmal. Sonst, wenn du jemanden grüßen willst, dann kannst du auch einfach den Namen jetzt da hinschreiben, Lisa. Stimmt, einmal Grüße gehen raus an Nils, Simon und Budi. Oh, das ist ein Rucksack. Bergsteiger. Ja, nee, ist Quatsch. Das ist, ich probiere nochmal das andere, aber es finde ich auch sehr schwierig. Weil ich. Oh, warte, lösch noch mal. Ich probiere es mal anders. Sprechblase. Sombrero. Schnuller. Obstkorb. Ach, shit, nee. Ja, das kriegen wir nicht mehr hin. Ja, dann hört einfach also das auf. Also ne? Das eine war Fee. Und jetzt gerade wollte ich noch einen Pilot malen und habe versucht, mich in dieses Flugzeug zu setzen. Aber ach, das war ein Flugzeug, das dich eingesetzt hat. Nicht ja, dann schauen wir mal auf den Endpunktestand. Und Team Gelb, herzlichen Glückwunsch. Haben wir gut gemacht. Ach, wir hatten sogar schon gewonnen vor dieser Runde. Das Team Löwenkopf unterliegt dachte, leider mal wieder. Ja, aber ich finde, ihr habt auch mitgemacht. Aber ich muss mal sagen, Florentin, ich kann es gerade nicht auswendig, aber es gibt ja auch andere Folgen, wo wir montags mal gespielt haben, also fast dasselbe. Da haben wir auch schon mal haushoher verloren. Absolut, wir haben also, schon mal ich finde, verloren. Absolut, ich finde, sieben Punkte Unterschied ist jetzt keine ist komplette Blamage. Da muss man sich nicht beschämen. Nein, das ist schon okay. Nee. Das ist schon okay. Das ist okay. Nee, war gut. Das ist schon okay. Aber ich muss sagen, es hat mir trotz der Niederlage sehr viel trotz Spaß gemacht. Trotz der absehbaren Niederlage viel Spaß gemacht. Aber natürlich auch großes Lob an unsere Kontrahenten. Da waren wirklich richtig gute Begriffe dabei. Sehr, sehr schön gemacht, sehr schnell erraten. Ihr seid gut synchronisiert. Ja. Ja, man muss natürlich sagen, es ist vielleicht ein kleiner Wettbewerbsvorteil, da ich mit Lisa häufig in kompetitiven Geschichten auftrete und antrete. Und wir einfach da, also auch beim Nerdquiz, Lisa natürlich auch unglaublich von meinem Allgemeinwissen immer profitiert. Und nicht Nerdquiz, beim Kneipenquiz. Nerdquiz. Nerdquiz allgemein. Und da merkt man einfach, also deshalb war es schön, dass sie jetzt heute auch mal was zurückgeben konnte. Ja, sehr gut. Es gibt übrigens noch, wenn ihr interessiert seid an Pictionary Air, es gibt noch viel mehr Produkte rund um den Themen Globus Pictionary Air, wo wir gerade beim Thema sind, Globus. Es gibt nämlich noch mehr Erweiterungspack für zum Beispiel unser Planet Erde. Aber es gibt auch Aktivitäten, dass man Aktivitäten malen kann. Und es gibt die familienfreundliche Variante, das heißt Klein gegen Groß. Klein gegen Groß. Da haben dann nämlich die Kleinen kleine Zeichnungen auf den Karten. Ah. Das heißt, sie müssen. Genau, da ist es klein gegen groß. Da haben die Kleinen, für die Kleinen gibt es dann kleine Zeichnungen, dass sie sich schon quasi orientieren können, was zu malen ist. Ah, okay. Das heißt, sie müssen nicht lesen können. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Das ist ja smart. Siehst du? So sieht's aus. Guck mal, hier hinten wird auch noch mal gezeigt, wie man es eigentlich auch richtig macht. Du meinst nicht so wie wir, oder? Ja, aber einfach so, du musst dir die Krone aufmalen und so, ne? Ja, aber das haben wir doch gemacht. Haben wir auch. Ja, aber nicht immer. Also, ja, da gibt's noch, bei uns ist noch Luft nach oben. Ist noch Potenzial. Ist noch Luft nach oben. Hat sehr viel Spaß gemacht, Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Florentin. Vielen Dank, Fabian, für die Einladung.
Vielen lieben Dank. Lasst gerne ein Like und Kommentar für dieses Video da. Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, Gesellschaftsspiele sind Trumpf!